Experten der Fernsehen ziemlich zu der Wertschöpfung beitragen. Aber eben, das könnte man ja sonst vom Herrn Pellier sagen, von der Frau Fiorala. Eigentlich hast du den Staatsanwälte, die im Fernsehen auftreten. Ja, nein, das ist auch lustig, oder? Bei diesen Sendungen, die können oft sich natürlich keine Komiker leisten, dann haben sie halt subventioniert. Ja. Nein, sie sind selber beides, oder? Das ist natürlich bei ihnen angenehm. Also, sie sind die best subventionierten Komiker, muss ich sagen. Und auch zentral organisiert. Ja. Wo sind wir gewesen? Sie sind immer, ich habe den Namen. Ja, wir sind vom Casino. Genau. Aber sie sind ja in der Börse, gell? Du trittst aber auch bei subventionierten Theater auf. Also von dem her, du machst da nicht. Du tust ja, aber gratis. Im Hechtplatz. Bei euch wollte ich auch nicht. Im Hechtplatz. Von der höchst subventionierten Theater in Zürich. Wobei, haben Sie das gewusst, bevor wir den Preis gewonnen? Das ist so, mir. Für die den Hechtplatz nur an den Eintritten. Ein Teil ins Theater, das ist oft so, das ist Splitting, Teil kommt ins Theater, ein Teil kommen wir. Das heisst, wir verdienen nur unseren Anteil am Publikum. Und jetzt ist noch das Hechtplatz als bestsubventioniertes Theater, mit denen haben wir den schlechten Stil. Also wir bekommen am wenigsten Prozent von der Obikasse, also von den Einnahmen. Das redet ihr jetzt gerade wieder. Nein, es ist ja so, dass ja, das schätze ich ja auch dir, dass du da gegen die grosse Subventionskultur antrittst und so. Das kenne ich ja wie gesagt auch ein bisschen, auch wenn wir das Theater gegründet haben. Auf der anderen Seite muss ich mich manchmal auch wehren, dass man nicht dazu gebraucht wird, zum so ein bisschen als der Kronzeuge gegen jegliche subventionierte Kultur. Es gibt ja gewisse Arten, wo leider ohne Subventionen fast nicht möglich ist. Also ein Spielfilm machen, ein grosser Spielfilm, und allem, was dazugehört, ist praktisch nicht möglich. Also in jedem anderen Land ist es möglich. Schweiz zu machen, schon ohne Subventionen. Ja, klar, weil sie mir keinen gern, ja. Weil sie nicht Subventionen haben, dass ich nicht Subventionsbehörde. Und eigentlich ist das ein Auszeichnung. Oder? Ja. Also es stimmt wirklich. Die Frage ist einfach, ob man überhaupt noch einen Schweizer Film will. Vielleicht ist etwas völlig überflüssig. Ich bin schon lange keine schauen, wo ich fürchte mich von Schweizer Film. Jedes Mal, wenn ich es wieder wage, muss ich wieder rauslaufen. Die letzte, die ich wirklich gut gefunden habe, die nicht subventioniert war. Die Elbach war auch nicht subventioniert. Das ist zu kommerziell. Ja, das ist verdächtig, das ist ganz verdächtig. Also, wir haben uns bei Erd von Havanna müssen rechtfertigen, dort, wo wir in Solothurn, weil wir so Mainstream sind. Und wenn es mehr Leute sind, die schauen, als bei diesen Filmen in diesen 10 Jahren vorher. Das hat es nicht gegeben. Also bei den Produktionen, da wird recht strikt, dass wenn man es gut macht, dann kann man ohne staatliche Subventionen leben. Man kann nicht irgendwie ab der Schauspielschule kommen und sagen, ich will jetzt irgendwie ein Musical auf dem See machen oder ab der Filmschule und sagen, so jetzt mache ich 3 Millionen Spielfilme. Man muss auch klein anfangen. Karls König Assenschau hat alles grosse Zirkus angefangen und hat jedes Jahr mehrere Millionen wieder rein investieren. Aber man kann jetzt sagen, als Stadt, man tut eine Infrastruktur, ein Theater bauen, ein Opernhaus. Ich glaube, es ging auch privat, aber dann muss man so ein Privat überlegen, ob es Konkurs geht, ob es stattfindet, ob es einen macht, ob es keinen macht. Wenn man als Stadt findet, ein neues Theater, dann kann man es bauen und dann kann man es ausrechnen, wie viel es kostet. Wenn es die Stadt ausrechnet, kostet es meistens noch mehr. Aber jeder Beruf verdient, jeder Techniker, die an der Kasse Bier kaufen, das kann man alles ausrechnen, es kostet so viel. Aber warum, dass jetzt irgendeine Opernsängerin so 2 Millionen wert sein am Abend?
Da finde ich natürlich rechnet sich das nicht. Da nimmt man halt irgendwelche Unbekannten, die auch gut sind. Aber Andi, da muss man leider sagen, das ist der Wert. Das ist nur möglich, wenn du das Oberhaus verlierst. Nein, überall kriegt es weltweit, kriegt es absagen, wegen dem Wert. Dann muss man sie ja nicht unbedingt mit Steuergelder holen. Muss man den Wert ein bisschen... Opernhaus und bezahlt spielen wir so Orchester mit dem, was man einnimmt vom Publikum. Wenn es schlecht ist, dann verdienen wir nichts. Und sie haben auch gesehen. Und dann kann man sagen, gut, wir haben jetzt halt irgendwie Montserrat Caballé oder irgendetwas. Und jetzt kostet der Eintritt für jeden Zuschauer kostet halt 1200 Franken. Und dann kann ich ja schauen, was der März sagt. Subventioniert ist, glaube ich, fast 80% von der Stadt, von der Subventionen vom Kanton gab es. Ich könnte mich korrigieren, aber es ist gerade in etwa das. Geleitet an höchster Stelle allerdings von Sozialdemokraten. Was mich enttäuscht, weil es ist doch mal das Bürgerliche, keine Kultur, die Kulturinstitution war. Und gleichzeitig hat es noch ganz viele Sponsoren. Also dort ist eigentlich gar nicht mehr von einem Erdbeer, oder? Nein, also mit den Sponsoren haben wir kein Problem, das sind private Gelder. Und darum glaube ich, dass Kultur auch grösse Sachen problemlos überleben, weil es so viele Stiftungen, private Stiftungen in der Schweiz gibt es nie. Und man hat gesehen, dass sie das Geld, das sie spenden können, abziehen. Wenn sie zuerst müssen Steuern damit zahlen, dann kommt von 10 Franken, die für die Kultur wären, kommt noch 1 Franken Kultur, weil noch Beamtenlöhne bezahlt werden. Aber es ist schon, ich meine, die Bühnenbauten am Opernhaus, ich kann die schönste Oper aufführen, die Bühnenbauten erinnern eher an sozialistische Monumentalbauten als an die barocke Kulisse, so sehen wir das Spiel. Das kann ich gar nicht, wie viel selten geht. Du gehst nicht mehr vorbei. Nein, das gehört davon, das Ding. Du hast gesagt, dass das sozialistisch ist. Du bist ein bisschen viel unter Liberalen. Ich bin indoktriniert. Nein, du bist ja jetzt im Moment mit du lebst, wie gesagt, in Island, du kommst da hin, trittst da auf und gehst wieder wohnen und leben in Island. Du hast ja jetzt, wir haben es vorher von einem Film gehabt, du hast selber das Filmprojekt. Das stand auf Eis, weil das Geld, das ich in der Zeit hier habe, ist im Moment beim Staat gelandet, in Form von Steuern. Das heisst, ich muss weiter arbeiten und wieder Geld auf die Zeit tun, damit ich weiterfilmen kann. Aber du bist wirklich, das ist ein Filmprojekt, das ohne öffentliche Subventionen steht. Bis jetzt, ja. Also wird das so bleiben. Ja. Und private Investoren. Bis jetzt auch noch keine, außer mir. Aber wenn es richtig los ist, haben wir gesehen, dass ich auf dem richtigen Weg das kann. Dann werden wir mit Investoren zusammen arbeiten. Dann gibt es Risikokapital, das wir suchen. Ich habe das Gefühl, dass du den einen oder anderen da nicht noch findest. Ich meine, die Preise sind schön, oder? Aber weiterarbeiten können, also ein Projekt, werden sie nicht helfen, oder? Also vielleicht der einen oder der andere würde, sagen wir mal, das Geld beim Oberhaus abzügeln, die Hälfte ins Casino-Theater. Das wäre jetzt zwischen der Deal am Schluss von unserem Gespräch, oder? Und jetzt gehen wir zu einer schönen Frau, der schnell ein Auto und fangen gut zu essen. Genau. Okay. Okay. Okay.